Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo hier auf blub4games.de. Mein Name ist blub340 und ich möchte euch heute das Spiel King's Conflict vorstellen, was sich aktuell seit Ende letzten Monats in der Open Beta befindet, Version 0.3, wie man da unten rechts sieht. Ja, was ist King's Conflict? Es ist ein strategisches Kartenspiel, sage ich mal, was man sowohl online als auch offline zocken kann. Und ich möchte euch heute anhand des Tutorials einmal zeigen, worum es in diesem Spiel so geht. So, hier sieht man schon am linken Bildschirm. Rand, sage ich mal, sieht man generelle Infos. Man sieht hier oben das Feld unseres Gegenspielers, also des Computers. Wir haben hier verschiedene Ressourcen, also der NPC wird das hier gleich ja noch mal oben rechts in seinen Feldern erklären. Aber ich habe das Spiel schon mal gespielt, wobei es sich ein bisschen verändert hat, wie ich gerade sehe. Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war es noch in der Alpha. Mittlerweile ist es ja schon in der Beta. Ja, was haben wir? Wir haben ja einmal rechts die Übersicht. Welche Karten haben wir? Wie sieht es aktuell bei unserem Gegner aus? Das hier sind unsere beiden Ressourcen. Die Ressourcen, die es in diesem Spiel gibt. Und zwar einmal Gold und einmal Nahrung. Gold braucht man und teilweise auch Nahrung, um seine Leute hier aufs Feld zu rufen, beziehungsweise um Gebäude zu bauen. Hier sieht man, wie viele Karten man noch im Deck hat. Dasselbe gilt hier oben für unseren Computer. Hier kann man Karten reinwerfen, die man nicht unbedingt braucht, und kriegt dann teilweise ein bisschen extra Gold. Ich glaube, die Hälfte von den Kosten kriegt man dann. Ja, worum geht es in King's Conflict? Jeder Spieler hat einen König. Den sieht man hier unten. Das hier ist unser König. Die Musik ist gerade ein bisschen laut, finde ich. Muss man hier gerade gucken. Warte mal. So, machen wir es mal so. Das hier ist unser König. Der hat 3 Angriffspunkte und 6 Lebenspunkte. Und wenn der König tot ist, dann hat man das Spiel verloren. Und das Ziel ist natürlich, den gegnerischen König platt zu machen. Genau, das da ist der gegnerische König. Das ist genauso einer, wie wir ihn auch haben. Wir spielen hier mit dem Anfangsdeck im Tutorial. Ja, das blaue und das rote Gebiet ist das Gebiet, was ich bzw. was unser Gegner aktuell kontrolliert. Das ist meine Hand, genau. So, ich soll mir jetzt hier mal die Viking Warrior Karte ein bisschen genau angucken. Genau, die Viking Warrior Karte, die kostet zum Ausspielen 10 Gold und eine Nahrung. Hat 4 Angriffspunkte und 2 Lebenspunkte. Die Axt zeigt uns, dass es Nahkämpfer sind, und sie haben eine besondere Fähigkeit. Sie können die Berge erklimmen, sage ich mal. Also sie können zum Beispiel hier auf diese Felder drauf auf der Karte. Das können andere Einheiten nicht unbedingt. Genau. Der kostet 10 Gold, genau, und er kostet eine Nahrung. Das hier sind, genau, das hier sind die Angriffspunkte, das sind die Lebenspunkte. Und, ja. Ich könnte sie jetzt entweder oberhalb oder rechts von meinem König hinsetzen. Ich pack sie mal dahin. So, genau, das Blaue zeigt, dass das hier unser Gebiet ist. Sehr gut. So, wen haben wir noch? Den Man at Arms. Er kostet 15 Gold und eine Nahrung. Ist quasi ein bisschen stärker. So, denselben haben wir hier nochmal. Und wir haben ja ein Gebäude. Einen Außenposten, so nenne ich es einfach mal. Das ist ein Gebäude, was wir irgendwo hinstellen können. Kostet uns keine Nahrung, aber auch aber dafür 10 Gold. Das kann man einfach irgendwo hinstellen. Das hat 3 HP und greift mit 2 Attack Points an, sage ich mal. Der Kampf verläuft hier so, dass Nahkämpfer, also wie zum Beispiel unsere Viking-Truppe hier oder wie dieses Gebäude,
dass immer benachbarte Einheiten angegriffen werden, wenn man seinen Zug quasi gerade beenden will. Bogenschützen haben da schon eine höhere Reichweite. Das ist halt so der Vorteil von Bogenschützen, wie man es auch kennt. So, genau. Moving Units. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Ich möchte gerne meinen König in diesen Wald hier rein bewegen. So, jetzt seht ihr Folgendes. Unser Gebiet hat sich erweitert. So, ich erkläre das jetzt einfach mal gerade. Ich bleib mal hier. Ach so, ich soll, das Tutorial möchte, dass ich erst den Wald anklicke. So, ich habe jetzt dieses Waldgebiet, was jetzt leicht gelb untermalt ist, eingenommen. Das bringt uns zusätzlich 4 Gold und 2 Food pro Zug. Da wir diese Region kontrollieren, kann ich jetzt auf unsere Dingsregion hier mal draufklicken. Ah, genau. So, diese Region, die hier in diesem Tutorial jeder zu Anfang hat, die bringt einem 7 Gold und 2 Essen pro Runde. Wir haben also jetzt unser Ressourcen-Income ein bisschen gesteigert, weil wir jetzt zusätzlich noch diesen Wald kontrollieren. Man kann gegnerische Gebiete natürlich auch quasi abnehmen, indem man dann mit seinen Einheiten reinläuft und dann kämpft und so weiter. Ihr könnt euch das ja sicherlich denken. So, was soll ich jetzt eigentlich machen? Aha, aha, aha. Ach so, genau, ich soll das hier noch anklicken. Genau, das bringt die Straße, der Weg. Ist aktuell noch neutral. So, jetzt soll ich mir noch diese Region hier angucken. Aha, ja, 7 Gold und 2, das ist, denke ich mal, dasselbe, was wir hier haben, oder? Kann ich unsere Region, ich versuche gerade einen Doppelklick drauf zu machen, oder geht das gerade nicht, weil hier dieses... Ich glaube, das Tutorial möchte nicht, dass ich mir unsere Startregion nochmal angucke. Genau, da oben gibt es regionale Details. Mhm. Map Zoom, aha, auch sehr interessant. Das Help-Icon, Game Events Log, ja, Player-Icon, Finish Your Turn. Ja, 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 aber erstmal soll ich doch mit Sicherheit noch was ausspielen, oder? Genau, ich soll jetzt einen Man at Arms ausspielen, und zwar hier vorne in den Wald. Das mache ich doch sehr gerne, liebes Tutorial. Und ich soll noch einen hier hinsetzen. Hier sieht man noch eine ganz wichtige Sache. Ach so, er will, dass ich dieses Gebiet hier einnehme. Ich kann auch Sachen außerhalb meines Reiches bauen, wenn, ich glaube, nebenan eine eigene Einheit steht. Also er steht ja jetzt hier und deswegen kann ich hier jetzt eine hinsetzen. So, und jetzt habe ich dieses Gebiet hier auch eingenommen. Das bringt mir zusätzlich 3 Gold und 2 Essen pro Runde. Kann ich jetzt nochmal gucken, was mir hier unseres einbringt? 7-2, das war bei ihm auch so, oder? 7-2, natürlich. So, genau, mein Gold. Das ist quasi aufgebraucht. Wir könnten jetzt noch das Ding bauen, aber das möchte das Tutorial gerade nicht. So, jetzt ist unser Computergegner dran. Mal gucken, was er so macht. Mhm. Er spielt eine Karte aus. Soll ich mir die angucken? Die soll ich mir in der Tat angucken. Aha. Das soll wohl so eine Art Bauer sein. Der kann nicht angreifen, hat auch nur ein Leben. Der ist dazu da, um extra Essen und Gold ranzuschaffen. Wenn er denn in diesem Gebiet stationiert ist, wo er gerade stationiert ist. So, der Computer macht genau dasselbe wie wir. Er läuft in den Wald, um ihn zu claimen, sage ich einfach mal. Ja, er ruft eine weitere Kreatur. Ja gut, was heißt Kreatur? Kreatur ist hier vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck. Er spielt eine weitere Karte. So, der hat nur 2 Angriffspunkte, aber er kann 2-mal pro Zug angreifen. Das ist natürlich ziemlich stark. Das heißt, er kann 4 Damage raushauen. So, wir sind dran. Achso, jetzt hat er auch noch diese Viking-Truppe da mal ausgespielt. So, es ist mein Zug. Genau, da wir jetzt mehr Gold
Also da wir hier jetzt mehr Gebiete geclaimed haben, also einmal den Wald und dieses Wiesengebiet, sage ich mal, haben wir jetzt natürlich auch mehr Gold und mehr Essen bekommen. Wieso jetzt gerade 4 von 6 steht, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Naja, egal. Man sieht übrigens auch, dadurch, dass er hier seine Viking-Truppe auf den Weg beschworen hat, hat er jetzt hier die Straße eingenommen. So, ich sollte hier gerade Infos mir holen. So, was haben wir denn hier? Gold. Aktuell bekomme ich 14 Gold jede Runde. Mein Gegner bekommt 21 Gold die Runde. Ja, was hat er denn anders gemacht als wir? Er hat den Weg noch mit eingenommen. Das hat er gemacht. Und er hat natürlich seinen komischen Bimbo da oben beschworen. Hier sieht man ja ungefähr, wie das verteilt ist. Er kriegt halt 8 zusätzliche Gold durch den Weg. Nochmal 2 zusätzliche durch seinen einen Typen da oben. Okay, er hat dafür das da vorne nicht eingenommen, vor dem Fluss, was wir noch haben. Aber okay, er macht also die Wirtschaft unseres Feindes ist aktuell stärker. So, jetzt soll ich mir hier noch Infos abholen, das mache ich doch gerne. Hallo? Food Income 6. Unser Gegner hat 2. Er hat 2 mehr. Ja gut, durch seinen Typen da oben wieder. Ja, also die Wirtschaft unseres Gegners ist wirklich stärker. Wieso steht denn hier jetzt eigentlich 4 von 6? My Food 6. 4. Okay, die 4 von 6 verstehe ich hundertprozentig, ist aber auch egal. So. Unser nächster Zug. Genau, das Tutorial möchte uns gerade sagen, ja, die Wirtschaft unseres Feindes ist stärker. Vielleicht sollten wir doch mal unsere Wirtschaft ein bisschen aufpimpen und eine Farm bauen. Und wir sollen jetzt hier links unten in der Ecke eine Farm bauen. Die kann logischerweise nicht angreifen, hat 2 HP, ist ein Gebäude. Was? Nein, mir ist nicht gerade die Aufnahme abgeschmiert, weil vielleicht meine Festplatte kurz vollgelaufen war und ich schnell eine alte Videodatei löschen musste. Nee, sowas würde mir natürlich nie passieren. So, wo ich gerade bei war und mitten im Satz unterbrochen wurde, das Tutorial möchte uns gerne mitteilen, wir sind wirtschaftlich hinten, wir müssen dieses Farmgebäude bauen. Kein Angriff, 2 Leben. Es ist ein Gebäude, kann sich also logischerweise auch nicht bewegen und bringt uns 2 zusätzliches Essen die Runde. Das setzen wir dann nochmal hier hin. So, next. So, wir sollen auf den Weg gehen mit unseren beiden, oder? Ja, genau, wir sollen es mit beiden Einheiten hier auf den Weg gehen. So, ach guck mal, das wusste ich noch nicht. Jetzt haben wir quasi den Weg geclaimed, weil wir mehr Einheiten darauf stehen haben wie er. Also er hat nur eine drauf stehen, wir haben 2. Das heißt, uns gehört jetzt der Weg und wir kriegen jetzt, insofern er das nicht wieder unterbindet, die zusätzlichen Rohstoffe. So, unsere Vikings sollen wir nach hier bewegen, das mache ich doch sehr gerne. Ihr habt halt übrigens auch eben gesehen, womit kann ich das jetzt auch zeigen, mit unserem König. Hier sieht man immer an diesen blinkenden Feldern den Radius, wie weit wir uns bewegen können. Aber wir beenden jetzt erstmal unseren Zug. So. Da marschiert er da unten hin. Oh, er spielt eine Hunter-Karte. Die sollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Hunter. So, da sieht man die Hunter. Die haben ebenfalls eine besondere Fähigkeit. Sie generieren 2 Essen und 4 Gold jede Runde, wenn sie in einem Forest sind. Das sind sie aktuell nicht. Daher produzieren sie die Hälfte, wenn sie in Gebirgen oder halt auf solchen Wiesenflächen sind, was ja aktuell bei ihnen der Fall ist. Und das sind Fernkämpfer.
Hier sieht man auch, auch wenn das Tutorial-Symbol da jetzt etwas im Weg ist, hier sieht man jetzt auch deren Angriffsreichweite. Also Nahkämpfer können ja immer nur das Feld angreifen, was direkt vor ihnen ist zum Beispiel. Diese Fernkämpfer hier an diesem Bogensymbol sieht man, die haben einen leicht größeren Radius von so zwei Feldern. Also sie können quasi doppelt so weit angreifen. So, die Silbermine. Wir sollen mit unseren Viking Warriors hier hinlaufen, damit wir im benachbarten Gebiet etwas bauen können. Wir sollen nämlich auf diesem Gebiet hier, genau, auf den Hügeln, die Silbermine bauen. Was kann denn die Silbermine? Die Silbermine bringt uns 6 zusätzliche Gold. Und wir müssen sie, wie gesagt, auf Hügeln bauen. Das machen wir doch einfach mal. So, die hat nur einen Lebenspunkt. Ich meine, also, die kann man also recht leicht wieder abreißen. So, jetzt wollen wir mit unseren Kollegen hier weiter vorrücken. Sehr gut. Und wir sollen unseren Wachposten aufstellen. Ach so, ich hatte mich schon gefragt, wann das gemacht wird. Unser Wachposten, den sollen wir hier direkt neben der Brücke aufstellen. Okay. Wenn du das sagst, Tutorial. Ja, dann wollen wir mal gucken, was unser Gegner macht. Also er bringt seine Einheiten strategisch in Stellung. Oh, und er stellt da einen Man at Arms auf. So. Ich guck mal gerade. Ach so, er möchte, dass wir hier diese Karte spielen. Ja, die Karte haben wir gerade gezogen. Eine, ich nenne sie mal Zauberkarte. Und damit können wir eine verletzte Einheit komplett wieder heilen. Oder, wenn diese Einheit bereits heil ist, können wir dieser Einheit 2 weitere Lebenspunkte hinzufügen. Und das sollen wir auf unseren Frontsoldaten machen. So, das mache ich doch einfach mal. Jetzt ist er ein 4-6er. Und das heißt, er wird das Duell gegen seinen Klon, sage ich mal, locker überleben und gewinnen. So, Move to Attack. Genau, jetzt sollen wir hier auf die Brücke gehen und den Typen platt machen. Natürlich hier schön nachrücken. So, und mit unseren Vikings sollen wir ins hohe Gebirge gehen, weil das halt ihre tolle Spezialfähigkeit ist. Genau, und dadurch haben wir jetzt auch dieses hier geclaimed. Hier, durch unsere Silbermine haben wir übrigens auch diese Region hier. Ich kann hier mal gerade draufbleiben. Genau, jetzt blinkt das hier schön. Durch die Silbermine haben wir diese Hügel auch erobert. Und unsere Vikings haben das jetzt hier mit den dicken, fetten Gebirgen gemacht. So, time to fight. Wenn ich jetzt hier auf Dann klicke, geht's ab. Aua. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt, bam. Weg die Sau. Tja, easy. So, Gegner, du bist dran. Aber haben wir schon mal eine Einheit von ihm platt gemacht. Sehr gut. Aha, er stellt da ein Gebäude auf. Was kann denn dieses Gebäude? Aha, dieses Gebäude erschafft ja, neue Kampfeinheiten jede Runde. Die sind nicht wirklich stark, aber er kann sie dann quasi spawnen. Was macht er mit dem hier eigentlich? Achso. Wieso lässt er die nicht hinten? Na gut, ist Tutorial, muss man nicht hinterfragen. Ja, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr mächtiges Gebäude, wie ich finde. Ich glaube, die Militärleute, die da ausgebildet werden, die Karten kriegt er dann irgendwie zusätzlich, glaube ich, auf der Hand oder so. Müssen wir mal gleich drauf achten. So, jetzt ist er dran. Autsch. Ja. Die größere Reichweite dieser Bogenschützen hat unseren Typi gekillt. So, wir sollen jetzt hier unsere neue Karte spielen. Den Ritter, der hat 4 Angriffspunkte und 5 Leben, ist also ziemlich stark. Den beschwören wir doch einfach mal. Und mit dem hier sollen wir einen strategischen Rückzug machen. Alles klar. Wird gemacht, Chef. Ah, da sieht man, ja, er hat eine zusätzliche Karte bekommen, weil er hier wie jemand ausgebildet hat. Oh, jetzt will er es aber wissen. Jetzt will er es aber wissen. So, er spielt weitere Bogenschützen. Aha.
Ja, what will happen in combat? Das kann ich schon ganz genau sagen. Er macht unseren Außenposten fertig mit den beiden Bogenschützen. Und unser Ritter macht die Hunter weg. So. Hier wird uns jetzt einmal kurz gezeigt, wie das abläuft. Wobei ich schon sagen kann, da fehlt noch etwas. Also erst greifen die Fernkämpfer an. Meine Fernkämpfer, dann kommen die gegnerischen Fernkämpfer. Hier haben die gegnerischen Fernkämpfer zuerst angegriffen, weil ich habe halt keine da in dem Kampf. Und dann kommen die ganzen Nahkämpfer und so weiter. Es gibt später noch Magier, die wären hier dann eigentlich auf Position 0, sage ich mal. Also die sind noch vor den Fernkämpfern dran, die hier halt angesprochen werden, wie zum Beispiel die Bogenschützen. Also Magier sind dann halt noch schneller, aber das steht hier noch nicht, weil das kommt erst ganz am Ende des Tutorials. So, du gehst erstmal nach vorne und snackst hier diesen Typen da weg. Soll ich mit dem nicht nachrücken? Soll ich den X-Men hier nicht ausspielen? Okay, Tutorial, wie du meinst. Ich klicke auf dann. Krabäm. So. Jetzt ist unser Gegner wieder dran. Was macht der denn da hinten mit seinem König? Jetzt hat er doch einen Zugland den Wald verlassen. Ach, egal. So, das sind diese Militärleute, die er da die ganze Zeit ausbildet. Aua, ey. Das ist ja frech hier. Hat er mich einfach angegriffen. So. Genau. Genau, da sagt uns gerade nochmal diese Karte hier, die er gerade gespielt hat, dass die, die er zusätzlich bekommen hat durch sein Trainingscamp. Die muss man auch logischerweise dann daneben ausspielen, weil die kommen ja da raus. Sind nicht besonders stark, ein 2-1er, aber okay. So, ich soll jetzt offensiv handeln, okay. Den Ritter soll ich da hinstellen. Ja, okay. Und ich soll den X-Man rufen. Bitteschön. So, und den Archer, den soll ich auch noch hier hinstellen. Zack. Ach so, das hier ist unser Limit. Jetzt habe ich es... jetzt habe ich es gecheckt. Das hier ist unser Limit. Wir können maximal 12 und wir haben mit 6 von 12... Ah, okay, verstehe. So, und ich hier sollt nachrücken. Alles klar, jetzt geht's ab. Zack. Sehr gut. Erstmal seinen komischen Bautyp hier da gekillt. Ah. Oh, er baut eine Goldmine. Aha. Was kann denn die Goldmine? 12 Gold hier drunter. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, wir sollen unseren... Achso, wir sollen den hier quasi in dieses Gebiet hier bewegen, damit wir das hier claimen. Okay. Und sollen wir da ein Castle hinbauen. Das Castle ist ziemlich stark. Guckt euch das mal an. Das hat 10 Lebenspunkte und macht einen Fernkampf-Damage. Aber es greift 3-mal pro Zug an. Das heißt, es macht 3 Damage eigentlich. Also das Ding ist wirklich... Na gut. Es ist halt ein dickes, fettes Castle. Kriegt das erstmal weg. So, das stellen wir jetzt dahin. Jetzt haben wir auch hier sein Startgebiet mittlerweile eingenommen, weil der König, der chillt hier ein bisschen im Wald rum. So, den Knight sollen wir... Wieso sollen wir den Knight dahin bewegen? Aua, guckt euch mal die Reichweite hier an. Das heißt, wenn ich meinen Zug beende, wird er den hier auf jeden Fall killen. Hier wird er noch einen Schaden machen. Aber die Goldmine überlebt doch. Oder sollen wir gleich die Bogenschützen hinziehen? Na, ich mache erst mal. So, den sollen wir da hinstellen. Ah ja, da wird ein Schuh draus. Wir sollen den hier hinstellen, damit er die Goldmine, nehme ich mal, plättet. Ja, genau. Alles klar, dann bam, bam und bam. Letzte Runde zweimal angegriffen gerade. Ach so, er macht quasi 3 einzelne Angriffe. Okay. So, er hat seinen Zug beendet, das ist unser Castle greift. Ach so. Unser Castle greift quasi 3-mal an, aber nur verschiedene. Wenn da nur einer ist, greift es auch nur einmal an, verstehe. Warte mal, heißt das dann, dass unser
Er hier greift dann auch nur zwei verschiedene an, ansonsten greift er auch nur einmal an. Also man sieht schon, das Spiel, da steckt ziemlich viel Strategie hinter. Da haben sich die Entwickler echt einiges dabei gedacht. Das Spiel kommt übrigens aus Großbritannien, falls jemand interessiert. Ist wie gesagt kostenlos spielbar in der Open Beta aktuell. Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung, selbstverständlich. So, wir sollen jetzt einen Priester ausspielen. Was kann denn der Priester? Er heilt verbündete Einheiten, die in derselben Region sind, jede Runde um 1 HP. Ja, klingt gut. Achso, wir sollen erstmal unseren König hier hinbewegen, damit wir den Priester auf die Straße stellen können. Ach so, damit unser, unser Typ hier geheilt wird. Moment, der ist doch voll. Ja, bestimmt sollen wir hier gleich den irgendwie auf die Straße oder so bewegen. So, wir sollen jetzt hier unsere Bogenschützen hier oben hinstellen. Achso, damit wir dem hier Damage machen. Verstehe. So, den sollen wir dahin bewegen. Damit wir dieses Gebiet hier quasi neutral halten. Jetzt gehört ihm nämlich nicht mehr der Wald, weil wir hier auch eine Einheit drin haben. So, den sollen wir da hinstellen. Den Knight sollen wir da hinstellen. Genau, und der wird jetzt nämlich geheilt. Weil er auf derselben Region ist. Ich kann es gerade mal farblich anzeigen. Unser Priester, der eine sehr große Reichweite hat, möchte ich mal anwecken, wird unseren Ritter heilen. Zack, Damage. Wann heilt er den denn? Achso, am Anfang meines Zuges, alles klar. So, er spielt hier weiterhin seine Typis aus. Das Gebäude ist jetzt erstmal down. Und mein Ritter wurde ein bisschen geheilt. So. Und hier haben wir die Karte, die ich eben angesprochen habe. Einen Magier. Der hat nur einen einzigen Lebenspunkt, macht auch nur ein Damage, aber ist dafür immer zuerst dran, egal was kommt. Es sei natürlich, der Gegner hat auch einen Magier, dann ist der Gegner, glaube ich, zuerst dran und dann meiner, oder wie war das? Na, egal, auf jeden Fall hat er keinen. Wir sollen ihn jetzt hier hinsetzen. So, dann sollen wir noch diese Zauberkarte spielen. Damit können wir... damit können wir unseren Magier ein bisschen verstärken. Das mache ich doch gerne. Dadurch kriegt er einen weiteren Lebenspunkt. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, weil er ist gleich tot, weil der König hat 3 Angriffspunkte. Aber okay. So, X-Men. Wir bringen uns in Position. So, den sollen wir noch hier hinstellen, damit die Typis hier gekillt werden. Wieso können wir den... Wenn ich den jetzt da hinstellen will, hätten wir gewonnen. Soll ich nicht machen? Okay, Tutorial. Bam. Zack. Aua. Autsch. Alter, er hat beide gekillt. Wieso hat er zweimal angegriffen? Autsch. Alter. Jetzt reicht's aber langsam hier. So, unser Ritter wurde wieder geheilt. Sehr gut. 2 Attacks. Achso, ja gut, das erklärt das natürlich, warum er zweimal angegriffen hat. So, Burning Cards. Ja, jetzt wird uns das Feuer hier noch erklärt. Wir haben jetzt quasi schon gewonnen, wie man sieht. Wobei, was hat er hier gespielt? Ach, eine Farm, okay, die kennen wir schon. So, jetzt wird uns nochmal das Kartenverbrennen erklärt. Sollten wir mal in die Situation kommen, dass wir irgendwie Goldprobleme haben, können wir Karten verbrennen. So, wir sollen die Karte jetzt hier zum Beispiel verbrennen. So, 118 Gold. Jetzt haben wir 136 Gold, weil wir diese Karte verbrannt haben und dafür kriegen wir halt ein bisschen Gold als Ersatz. So, wir sollen den jetzt hier hinstellen. Alles klar. Kann ich nicht noch irgendwie... Na, egal. Ich denke mal, dann war es das jetzt. Aua. Aua. Aber jetzt bist du down. Komm, Ritter. Jawohl.
Bam! Ja, das hat doch sehr gut funktioniert. Und das soll es auch gewesen sein mit einem ersten Eindruck zu King's Conflict. Aktuell, wie gesagt, in der Open Beta. Die Links zum Download packe ich in die Videobeschreibung. Wer Bock hat reinzuschauen, kann es machen. Kostet, wie gesagt, nichts. Es wird, man kann das hier auch online spielen, das hatte ich glaube ich schon am Anfang gesagt, gegen andere. Hier kann man auch dann seine Decks verwalten, kann ich jetzt gar nicht machen, weil ich im Offline-Modus bin. Und hier sieht man unser Starter-Deck, das Krieger-Deck mit dem Kriegskönig, sage ich einfach mal. Mal gucken, ob ich davon irgendwie noch ein zweites Video mache, wo ich mich mal gegen die KI versuche in einem richtigen Match, wo ich dann auch mal selber ein bisschen strategisch nachdenken muss und nicht alles vorgeplappert bekomme, was ich machen soll. Ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Vorstellungsvideo hier auf blub4games.de. Haut rein, bis dann, ciao!